Anime-Review von der Naruto-Folge 368. Die Folge fing so an, indem Hashirama zu seinem Vater gerufen wurde, also mit Tobirama. Also die waren auch schon in der letzten Folge da gewesen, zum Schluss. Da hat sein Vater zu ihm gesagt, dass der Junge, mit dem er spielt oder so allgemein sich trifft, ist einer der Uchiha, und er hat es herausgefunden, weil Tobirama ihn ausspioniert hat. Dann auf einmal hat sein Vater zu ihm gesagt, dass er einfach nochmal wieder zum Fluss gehen soll, mit ihm nochmal reden soll und nochmal handeln soll. Und dann, wenn es passiert, greifen Tobirama und sein Vater ein. Dann auf einmal ist Hashirama dahin gegangen und Madara war auch da gewesen. Dann haben die sich gegenseitig einen Stein zu, nein, nicht zugeworfen, auf Wasser geworfen, und das kam jeweils zum anderen zurück. Auf dem einen Stein stand drauf, also Lauf weg, der ging an Madara, und an anderen Stein, nee, ja, nein, zu Madara ging, ja doch, Lauf weg oder so, auf den anderen stand, weg hier oder so, keine Ahnung. Dann auf einmal merkte Hashiramas Vater, dass da, dass sie im Ninja-Sprint, so in Ninja-Geschwindigkeit abhauen. Dann auf einmal sprang Tobirama und sein Vater ein. Dann sahen die auf einmal hier Madaras Vater und Madaras Bruder. Izuna, glaube ich, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Izuna, ich bin mir ganz sicher, ja, Izuna. Dann auf einmal standen sich gegenüber. Tobirama hat gegen Izuna gekämpft. Und die Väter haben gegeneinander gekämpft. Und da war ein Wake-up. Dann auf einmal gab es da ein Problem. Und das war, dass die Väter jeweils das Kind des anderen angegriffen haben und das Madara und Hashirama abgewehrt haben. Dann sagte Madara, dass die beide von einem anderen Clan sind und gegeneinander kämpfen, und dass die Uchiha und die Senior sich hassen, weil jeweils viele Menschen verloren hat, die geliebt haben. Wie zum Beispiel hat hier Hashirama seinen beiden Bruder verloren, genauso wie Madara. Und dann auf einmal drehte sich Madara um und erweckte das Sharingan mitten beim Gespräch. Also hatte er hier das Sharingan mit den zwei Turmen. Dann sah man später, wie Hashirama und Madara immer und immer in jedem verdammten Krieg gegeneinander gekämpft haben. Genauso wie die Brüder, die haben auch gegeneinander gekämpft. Und dann in einem Gefecht sah man, wie die älter waren, also recht alt, nicht so alt, aber so alt, dass die schon so junge Erwachsene sind. Dann sah man, wie Izuna gegen, ja, wie gesagt, Tobirama kämpft. Izuna hatte das Sharingan schon aktiv. Die kämpfen gegeneinander. Izuna hatte ja einen Vorteil durch das Sharingan teilweise. Und dann auf einmal hat er ein Feuer, ein Versteck sozusagen gewendet. Dann auf einmal hat Tobirama hier seinen Wasserdrachenbomber angewandt. Er wirft da auf einmal Shuriken. Es entstand sowieso wegen der Angriffen eine Rauchwolke. Dann auf einmal ist ja der hier Tobirama schnell, der hat auf sein Shuriken hier seine, ich weiß nicht, seine Schriften gemalt, mit der er sich Highspeed zum anderen teleportieren kann. Und so hat er Izuna mit seinem Schwertangriff getroffen. Madara eilte schnell zu ihm zurück. Eigentlich hätte Hashirama die jetzt töten können, aber Hashirama hat das Schwert weggeworfen und hat die laufen lassen. Hat immer aber hier Ding, Hashirama hat den Madara noch angeboten, dass die kooperieren sollen, damit die im Team arbeiten können. Wo Izuna sieht ganz recht, wie ist das so aus? Ja, ich will jetzt nicht ablenken. Aber Izuna hat denen das hier, wie soll ich das sagen? Er hat ihnen gesagt, dass er ablehnen soll, weil es so viele Tote gibt. Und dann auf einmal sah man später, wie die Uchiha sich ergaben, teilweise, und überliefen zu den Zenyus. Dann auf einmal sah man, wie Izunas Bruder tot auf einem in einem Haus lag. Und dann auf einmal Madara sah total fertig aus und hatte auf einmal das Mangekyou Sharingan. Dann in einem anderen Gefecht hat hier Hashirama gegen Madara gekämpft. Da hatte Madara ja seinen Susanoo. Nur, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ein extremer Kampf war. Das war so wie ich gesehen habe, nicht so ein extremer Kampf. Aber Madara rastete schon recht aus. Tobirama war erstaunt, konnte sich, glaube ich, schätze ich mal, nichts dagegen anrichten. Aber Hashirama hat sein
Holzgolem mit seinem Holzdrachen gerufen und hat sich seinen Susanoo gestellt. Und er hat recht lang überleben können, aber irgendwie sieht das Susanoo von Madara recht cooler und stärker aus als die Holzmonster von hier Hashirama. Aber es ist Geschmackssache. Ich weiß ja nicht selber, wie stark die sind, aber Hashirama ist ein starker Bursche, sagen wir mal so. Ja, die kämpfen gegeneinander. Auf einmal waren die total fertig zum Schluss des Kampfes und da lag auf einmal Madara zum ersten Mal auf dem Boden. Und Hashirama war noch auf den Knien. Hashirama sah das zum ersten Mal. Dann auf einmal kam die Zenyus. Togurama hat gesagt, dass er ihn töten will. Und dann auf einmal hat Hashirama mit einem Blick, einem richtig bösen Blick gesagt, er soll ihn nicht töten. Dann sagte hier Madara, dass er mit den Kriegen weitermachen wird, weil er hat niemanden mehr, den er beschützen kann. All seine Brüder sind gestorben. Er hat keinen Menschen mehr. Er will einfach, halt, er will weiterkämpfen und versuchen, die anderen zu rächen. Aber dann hat er gesagt, dass er lieber von Hashiramas Hand sterben wird, als statt von der Hand von anderen. Dann hatte Hashirama versucht, ihm wieder das Angebot zu machen, von ihrem gemeinsamen Traum, damit der Krieg endlich aufhört. Dann hat der Madara gesagt, ich werde einwilligen, nur wenn du deinen Bruder oder dich selber tötest. Dann hat Hashirama gesagt, dass er einverstanden ist. Und er hat sich auch selber gesagt, so gedacht, in Madara steckt noch ein Fünkchen Hoffnung drin. Also er ist gütig. Hat auch gesagt deswegen, dass er entscheiden darf, wer von beiden stirbt, er selber oder sein Bruder. Er hat seine Rüstung ausgezogen, das Kunai genommen, ist gegen seinen Körper gerichtet, also gehalten, hat eine Träne vergossen und hat versucht zuzustechen. Und genau wo er kurz zugestochen hat, kam auf einmal Madara und hat ihn aufgehalten. Madara hat eingewilligt dann mit der Entscheidung. Ja, dann entstand das große Dorf. Die haben auch extra, die sind wieder zum Platz gegangen, wo die das gemacht haben. Na Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist recht lang, fast 8 Minuten. Naja, bis dahin und ciao. Bäh.